Als der Geschichtsschreiber Herodot die Insel Samos im 5. Jahrhundert vor Christus besucht, berichtet er von gleich drei bautechnischen Meisterleistungen. Da ist zum einen die mehr als 400 Meter lange und bis zu 20 Meter tiefe Mole, die den Hafen der antiken Seemacht schützte. Als nächstes nennt er das Heraion, ein Heiligtum zu Ehren der Frau des Göttervaters Zeus und damals einer der größten Tempel Griechenlands. Der lokalen Legende zufolge stand hier der Baum, unter dem die Göttin geboren wurde. Der Archäologe Jan-Marc Henke kennt die Grabung seit Jahren. Er bearbeitete auch etliche Funde. Sie bezeugen Handelskontakte der Griechen mit der ganzen ihnen damals bekannten Welt. Und die beeinflusste offensichtlich auch den Tempelbau. Samos hatte schon sehr früh Kontakte zu Ägypten. Und dieser Wille und dieser Wunsch zu so einer Monumentalität, der steht natürlich unter dem Eindruck ägyptischer Tempelbauten. Und mit diesem Eindruck von Monumentalität, da ist sicherlich auch viel technisches Know-how nach Samos gekommen, um das überhaupt verwirklichen zu können. Das baut man nicht mal eben so. Der dritte Bau, den Herodot erwähnt, ist vielleicht der beeindruckendste. Ein Tunnel, den der Baumeister Eupalinos von zwei Seiten mitten durch den Berg trieb. Eine Explosion des Wissens vor 2500 Jahren, als Pythagoras, einer der größten Mathematiker der Menschheit, hier auf Samos lebte. Hat er etwas mit dem Wunderbau zu tun? Das kennen Sie alle aus der Schule. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der beiden Quadrate über den Katheten A und B gleich dem Flächeninhalt des Quadrates der Hypotenuse C, also der Seite gegenüber dem rechten Winkel. Das ist der Satz des Pythagoras. Und es ist ein fundamentales Gesetz der Geometrie und gilt bis heute. Ob Pythagoras eine Rolle spielte bei dem technischen Wunder, das sich zu seiner Zeit auf der Insel Samos abspielte, ist ungewiss. Gewiss aber ist, dass im 6. Jahrhundert vor Christus ein Ingenieur auf dieser Insel sogar die Erbauer des heutigen Eurotunnels übertraf. Er bohrte einen über 1 Kilometer langen Tunnel durch einen Berg, und zwar von beiden Seiten gleichzeitig. Um das zu verdeutlichen, der Querschnitt des Tunnels war unter 2 Metern. Das entspricht in diesem Modell diesen 1 Millimeter dünnen Nadeln. Und die mussten sich genau treffen, vertikal und horizontal. Noch heute sind Tunnelbauten eine Königsdisziplin des Bauwesens. Die Arbeiten unter der Erde stellen eine enorme Herausforderung dar, auch wenn sie nicht mehr mit Muskelkraft, sondern mit Hilfe gewaltiger Maschinen erledigt werden. Aber am Glücksgefühl nach dem gelungenen Durchbruch hat sich seit damals wahrscheinlich nicht viel geändert. Wie hat es der Baumeister geschafft, dass sich die beiden Vortriebe mitten im Berg nicht verfehlen? Schon die geringste Abweichung hätten das Projekt jämmerlich scheitern lassen. Welche genialen Ideen stecken hinter diesem antiken Technikwunder? Und was wissen die heutigen Archäologen auf der Insel Samos? Hinter der Stadt erhebt sich ein 230 Meter hoher Berg. Ein idealer Schutz, aber auch ein Hindernis. Denn die Quelle, die Samos mit Trinkwasser versorgte, liegt auf seiner gegenüberliegenden Seite. Ein Problem, das die antiken Erbauer genial lösten. Als Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen Instituts war Jan-Marc Henke bei der Erforschung des Tunnels dabei. Eupalinos, ein Zeitgenosse von Pythagoras, wagte den sogenannten Gegenortvortrieb. Das heißt, der Tunnel wurde von beiden Seiten gleichzeitig gegraben. Dafür musste zunächst der genaue Streckenverlauf festgelegt werden. Den bestimmte Eupalinos mit Fluchtstangen in gerader Linie über den Berg hinweg.
Die Einmessung der beiden Eingänge nahm er wahrscheinlich seitlich des Berges vor. Um sich in der Mitte zu treffen, musste man dann exakt waagerecht graben. Das war kein Problem. Die Setzwaage, ein Vorläufer der Wasserwaage, war bereits bekannt. Fertige Bauabschnitte markierten die Arbeiter regelmäßig mit einem fortlaufenden Buchstaben des griechischen Alphabets. So wussten sie immer, wie weit sie bereits mit dem Vortrieb waren. Solange es schnurgerade geradeaus ging, war das Vorankommen nur eine Frage der Zeit. Doch dann zwang wahrscheinlich lockeres, brüchiges Gestein Eupalinos dazu, von der Ideallinie abzuweichen, um die Gefahrenstelle zu umgehen. Jetzt wird's mathematisch. Mit Hilfe des pythagoreischen Lehrsatzes legte Eupalinos die Winkel der Umleitung und ihre Längen exakt fest. Und damit sich die beiden Stollen im Berg auch wirklich treffen, wandte Eupalinos noch einen Trick an. Vor dem neu errechneten Treffpunkt ließ er Durchmesser und Höhe der beiden Stollen erweitern. Das vergrößerte die Chancen, sich nicht zu verfehlen. Und es klappte. Moderne Messungen ergaben sogar, dass die Vorsichtsmaßnahmen überflüssig waren. Der Rendezvouspunkt beider Stollen liegt in einer Toleranz von nur einem Meter. Eine vergleichbare Präzision wie beim Bau des Eurotunnels 2500 Jahre später. Doch mit dem Durchbruch waren die Bauarbeiten noch nicht beendet. Denn damit Wasser durch einen mehr als einen Kilometer langen Stollen fließen kann, braucht es durchgängig Gefälle. Entlang der Ostseite ist ein weiterer Graben eingetieft worden und in diesem Graben läuft eben die Wasserleitung. Und dieser Graben hat dann auch ein entsprechendes Gefälle vom Beginn zum Endpunkt des Tunnels, das ja auch konstant eingehalten werden musste. Ein Meisterwerk antiker Technik, das sicher nicht nur den Geschichtsschreiber Herodot beeindruckte. Eine ungelöste Frage bleibt natürlich bestehen. Warum haben sie so einen Tunnel gebaut? War er verteidigungstechnisch wirklich nötig? Oder ist es nicht einfach ein Prestigeobjekt, um zu zeigen, dass man sowas kann? Und ich glaube, in dieser Zeit hat so etwas durchaus mitgespielt, zu zeigen, wir können sowas bauen. Wir haben das technische Wissen dazu. Und das nutzen Ingenieure zum Teil bis heute. Die Antike war ein Hotspot des technischen Fortschritts. Nicht umsonst leitet sich unser Wort Technik vom griechischen Techne ab. Und das heißt so viel wie Kunstfertigkeit. Die archimedische Schraube wird heute noch in vielen Geräten verwendet. Zum Beispiel hier in dem Laserdrucker. Archimedische Konstante, Pi, war auch schon vor Archimedes bekannt. Aber die Griechen waren die Ersten, die ihr Wissen konsequent dokumentiert haben. Und deshalb hat vieles davon die Jahrtausende überdauert. Auch wenn die wahren Erfinder vieler dieser Errungenschaften unbekannt bleiben. Wie unschätzbar wichtig die Beschreibung auch alltäglicher Dinge ist, wird immer dann deutlich, wenn aus dem Dunkel der Geschichte Gegenstände auftauchen, deren Sinn und Zweck sich nicht mehr erschließen. Über der Römersiedlung Schwarzenacker thront ein eigenwilliges Gebilde. Es ist das vielfach vergrößerte Modell eines sogenannten Dodekaeders, der hier bei Ausgrabungen entdeckt wurde. Das nur faustgroße Original setzt sich aus 12 gleichmäßigen Fünfecken zusammen. Eine Form, die schon von Platon gerühmt wurde.
Bei dem Pentagon-Dodekaeder ist faszinierend, dass es eigentlich perfekt ist. Und zwar nicht nur von der Herstellungsweise, sondern auch von den Beschreibungen, wie Platon es beschreibt. Der perfekte Körper, der ideale Körper. Aus diesem Körper ist das Universum gebaut. Über 100 dieser Objekte aus dem 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus wurden bisher in Römersiedlungen gefunden. Immer in Gebieten, in denen vorher die Kelten lebten. War es vielleicht ein keltisches Kultgerät? Oder diente es einem profaneren Zweck? Die unterschiedlichsten Verwendungen wurden schon erwogen, als gallorömisches Sportgerät, technisches Verbindungsstück oder Hilfsmittel zur Bestimmung der Sternbilder des Tierkreises, die auf einem der Fundstücke namentlich erwähnt sind. Vor einigen Jahren kam noch ein ganz praktischer Vorschlag zur Nutzung hinzu, der auch die aufgesetzten Kugeln erklärt. Sie machen aus dem Dodekaeder eine Art Strickliesel, mit der sich auf einfachste Art Wollschläuche herstellen lassen, die man dann zu Handschuhen weiterverarbeiten kann. Die alle einzeln durchgezogen hat, dann kann ich ihn draufsetzen. So. Den römischen Legionären, die in den hiesigen kalten Wintern Wache schieben mussten, wären wärmende Handschuhe sicher willkommen gewesen. Die Archäologen in Schwarzenacker vermuten jedoch eher einen religiösen Bezug. Und das nicht nur wegen der kunstvollen Ausgestaltung der Bronzeobjekte. Genau die gleiche Kreise. Wenn man es zum Beispiel in den kultischen Bereich einordnet, dann ist das nicht etwa der Hilflosigkeit der Archäologen geschuldet, sondern die Fundumstände sprechen dafür, dass dieses Gerät eben im kultischen Bereich von der Funktion her anzusiedeln ist. In Schwarzenacker lag er zusammen mit anderen Gaben in einer Opfergrube am Tempel des Gottes Merkur, einem der 12 Hauptgötter der Römer. Die Zahl 12 ist in der Tat eine ganz besondere. Wir haben 12 römische Hauptgötter, wir haben 12 Giganten, die miteinander im Clinch liegen und natürlich den Pentagon-Dodekaeder, der mit seinen 12 regelmäßigen Fünfecken durchaus in den kultischen Bereich verweist. Bis auf Weiteres ein ungelöstes Rätsel der Archäologie.